Hallöchen Leute, willkommen zur 23. Episode von meinem Let's Play Ori and the Blind Forest. Ich bin Davy und ich begrüße euch natürlich ganz herzlich zurück hier bei der Sacharade. Es wird Zeit, jetzt hier die ganze Situation meisterlich zu beenden. Und natürlich hoffen wir mal, dass wir jetzt hier ohne Probleme die ganze Charade hier jetzt beenden. Und so wie es aussieht, machen wir schon mal hier unser Tor auf. Das ist doch ganz cool. So, nur jetzt nicht runterfallen. So, hier speichern wir, wenn wir schon mal ganz unten sind. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch finden werden. Alles klar. Hier können wir natürlich betreten noch die Aktion. Schauen wir mal, was es da drüben noch gibt. Bis das hingeht. Alles klar, aha. Mal schauen. Sieht auch jetzt nicht gut aus. Na, ah, okay, aber da kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Auch wenn es nicht viel ist. So, das haben wir schon mal sehr schön gemacht. Gut, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir zum letzten Tor auf bei diesem Spiel. Und schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Alles klar. Das sieht nicht gut aus. Die Sonne. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir den Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Wow. Das sieht einfach nur episch aus. Yo! Oh, Okuro ist am Start. Sehr schön. Ich glaube, das ist nicht gut, was hier jetzt abgeht. Okay, alles klar. Ich muss so schnell wie möglich vorgehen. Also jetzt heißt es wieder, voilà die Waldfee. Lass uns rennen. Oh, komm. Oh. Und runter, runter, runter! Ich hab doch runter gedrückt, du Babsack! Holla die Waldfee! Das kann doch richtig jetzt hier rund gehen. So. Jo. Das nenne ich mal dickes, dickes Fail-Kacke. So, danke. So, komm. Sehr schön. Super. Sehr gut. Das war knapp, Leute, glaube ich. Aber richtig knapp. Okay. Oh. So, komm. Wow, wow, wow. Wow, das war noch knapper. So, das läuft doch schon mal. Kann man hier speichern? Ey, Busse. Oh, scheiße. What? Von vorne der ganze Rotz. Okay, weit sind wir ja eh nicht gekommen, aber trotzdem. Was für ein Rotz. Und runter. Sehr gut. So. Oh, komm. Schneller. Uah. Nein. Nein, nein. Was soll die Scheiße? Was soll das? Alter Falter. Das ist halt wieder so eine Abfuck-Situation. Auf, schneller. Und runter. Sehr gut. Nein! Oh Gott. Da drückt man nicht runter und er macht trotzdem wieder, was er will. Also ab und zu verstehst du das Spiel echt nicht, was der Handlung betrifft. So, zack. Danke. So, sehr schön. So soll es laufen.
Wow. Das nenne ich mal heikel. Super. Und jetzt schnell rüber. Und runter. Uah. Klopp. Leute, das würde ich sagen, war scheiße knapp. Wow, wow, wow. Super. Ey, das gibt's nicht. Also wenigstens ein Zwischenspeichern wäre wenigstens nice. Sonst ist es echt langsam unfair. Komm. Super. Super. Da verkackt man einmal den Doppelsprung und dann geht's dick in die Hose. Jo, klar. Man bekommt ja so viel Zeit. Jo, Bled. Das kann man auch anders zerregeln. So, danke. So, komm. Oh, komm. Was sollte es? Alter. Das ist einfach nur Frustration grad pur. Jo, klar. Das ist ja so was von fair langsam, die ganze Aktion hier. Ja, super. So. Ey! Ach, Amisure, Paglio Puttana. Echt Fuxi. Das Problem ist, ich habe echt langsam keine Worte mehr für die ganze Aktion da. Das ist mein Problem hier. Komm. Danke. So. Warum? Danke. So, jetzt beeilen. Zack, runter, rüber. Und zack. Und komm. Uah. Okay, das ging jetzt schon mal ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir schon mal den Teil weg. Gut. So, jetzt. Warum? Das ist bestimmt nicht mehr viel, was wir da schaffen müssen, Leute. Das ist bestimmt schon... Der Endsport, yo. Das Vieh will echt nicht mehr das machen, was ich ihm von ihm will. So rum. Das, was ich drücke, macht er einfach nicht mehr. Warum? Ich war doch schnell genug von der Situation her.
Erklär mir, warum das nicht funktionieren tut. Oh, meine Güte. Ich habe jetzt schon schwarz gesehen, dass das wieder nicht funktioniert. Boah, wow, meine Güte. So. Komm, schnell, schnell, schnell. Durch, durch, durch. So, und jetzt. Warum? Wo soll ich mich festhalten, bitte? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bei der Aktion da. Oh je. Warum, Bitch, ey? Fall jetzt runter. Danke. So. Das läuft ja jetzt, sag mal, die Passage läuft jetzt einigermaßen schon gut. So. Ach so. Deswegen, ach so. Ja, jetzt habe ich verstanden, was ich da machen muss. Alles klar. Ja, ich habe halt ein bisschen, ich brauche halt ein bisschen länger, Leute. Aber ja, jetzt weiß ich es wenigstens. Jetzt weiß ich. Oh, super. Das kann ja gut laufen. So. Und ab. Und runter. Sehr schön. Und ab. So, sehr schön. Und ab. Sehr gut. Jetzt haben wir es. Komm, zack. Nein, 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 nein. Bleib da. Und zack. Ab, rein. Und zack. Und ab, rein. Wunderbar, wunderbar. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen muss das Radzefahr zu schnell gehen. Komm. Und hoch. Und da rein. Wow, wow. So. Wow, wow. Komm. Da. Warum? Ich habe mich doch versteckt. Das ist doch echt verarsche gerade. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie die Passage weitergeht. So. Sehr schön. Und ab. Jo. Das läuft zu mal. Wie geschmiert. Ja. So, danke, 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 danke. Schneller, 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 komm. Ja.
Schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Sehr schön. Wow. Das wird jetzt echt heikel, glaube ich. Holja, die Walfee. Sie hat sie dem Feuer überlassen, hatte gedacht, ich würde nicht überleben. Ori, bitte steh auf. Der Geisterbaum so nahe ist unsere letzte Hoffnung. Auf, komm schon, Stitchy. Unsere letzte Aktion bestimmt in diesem Spiel. Der Geisterbaum ist nah, nur ein Schritt ist noch zu tun. Der Wall von Nibble wird wieder leben. Yeah, und Kuro. Oh nein. Komm schon. Liebe. Oh, ist das traurig. Wird Kuro doch noch schaffen, diesen Wald zu retten? Alles wächst gerade wieder. Es regnet und alles erlöscht. Alles wird wieder grün. Schön. Der Baum lebt wieder. Stitchy in der Nähe vom Baum. Schön. Und das Ei. Schlüpft.
Ja, Leute, die Reise ist beendet. Ori and the Blind Forest. Das war's. Also, ein schönes Spiel, muss ich sagen, was Atmosphäre und Schwierigkeitsgrade angeht. Kann ich mich echt nicht beschweren. Ich habe sehr viele Fails gemacht. Um genau zu sein, 270. Ihr wisst ja eigentlich ganz genau, dass ich nicht der Beste bin, was Jump'n'Runs angeht. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich muss sagen, es war eine schöne Story. Die Atmosphäre war schön. 23 Parts haben wir gebraucht für dieses Let's Play. Kann mich nicht beklagen. Es ist kein 100% Let's Play geworden. Ich habe mir natürlich auch den Schwierigkeitsgrad selber schwer gemacht, indem ich natürlich viele Sachen nicht eingesammelt habe. Aber ich sag mal, ich habe es auch nicht gesehen, ne? Ganz ehrlich. Es hat auch so gepasst, mal so. Dafür waren halt mehr Fails drin, aber der Schwierigkeitsgrad war natürlich dann auch stärker, wenn man halt nicht alle Energiecontainer hat. Was mir eigentlich gefehlt hat, war jetzt, sag mal, so ein Zwischenboss mal so beim Dungeon oder sowas. Aber ansonsten ist es cool, das Spiel. Ich kann mich nicht beklagen. Von der Benotung her würde ich sagen, nur vom Soundtrack her würde ich 10 von 10 natürlich das Spiel geben. Aber der Soundtrack macht ja nicht das Spiel aus in dem Moment, auch wenn es ein großer Teil davon ist. Was mich sehr kritisiert hat, war die Steuerung. Also ab und zu hat der Controller gemacht, was er wollte. Aber das kann man halt jetzt auch nicht ändern. Ist halt jetzt so gewesen. Es war schon scheiße in manche Situationen. Wir haben Motto. Aber es gibt halt Schlimmeres in dem Moment, sage ich mal ganz ehrlich, Leute. Ansonsten, sage ich mal, Grafik ist genau mein Grafikstil. Ich kann nichts zur Grafik sagen. Es war wunderschön. Es ist richtig atemberaubend. Dafür kriegt das Spiel 8 von 10, was Grafik angeht. Aber was Gameplay angeht, was mich richtig abgenervt hat und alles. Es war herausfordernd. Es war fordernd, genauso wie rätselmäßig war es auch schön gemacht. Da kann man sich auch nicht beklagen. Aber trotzdem, im Reizgrad. Mit 7,5 Punkte ist das Spiel, denke ich mal, gut bedient, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr es bewertet. Ich sag mal, Grafik, Sound ist schön. Gameplay habe ich wirklich zu meckern in dem Moment, weil es mich schon angekotzt hat ohne Ende. Aber es gibt natürlich Schlimmeres in dem Moment. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten bei diesem Projekt. Später als je. Ein Jump'n'Run mal von meiner Seite aus alleine gespielt und nicht mit Ninja Kiwi zusammen. Aber wir sehen uns bestimmt beim nächsten Abenteuer von einem Jump'n'Run epischem Zeug. Ich beende hier mit dem Part. Wir sehen uns beim neuen Projekt. Euer Davy. Einen schönen Abend noch. Tschüssi. Stitchy Kowski.